So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Gegnern in Sohnwurst Schaden mit Sturmgewehren zu. Also wundert euch nicht, ich werde natürlich komisch spielen in dem Sinne, weil ich natürlich jetzt versuche, jede Aufgabe nicht direkt fertig zu kriegen, sondern euch auch zeigen zu können, was man machen muss. Aber kurz in eigener Sache, die alten Hasen wissen ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent von mir bist. Lass doch gerne ein kostenloses Abo da, würde mich auf jeden Fall supporten und gleichzeitig auch unten den Passive-Code erweitern. Also wenn du Lust hast, den Code irgendwie mal zu bekommen, beziehungsweise zu knacken, guck einfach mal in die Videobeschreibung, da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich vorstelle und natürlich auch erkläre, wie man den Code einlösen bzw. knacken kann oder da rumprobieren kann. Also auf jeden Fall da vorbeigucken, weil wie gesagt, bei 330 Abonnenten kommt unten auch schon die nächste Zahl. Also abonnieren und Glocke aktivieren macht bei mir halt wirklich Sinn, ist auch kein Fake, weil zweimal wurde der Code jetzt bereits schon geknackt. Von daher brauchst du dir da auch keine Sorgen machen. So. Was haben wir gesagt? Sturmgewehre. Also, wichtigste direkt nur Sturmgewehr mitholen, damit ich euch zeigen kann, weil eben hatte ich zum Beispiel das Sturmgewehr mit dem Visier drauf. Da ist das Ganze natürlich nicht so einfach. Aber im Grunde genommen dürfte ja klar sein, was gemeint ist. In dem Fall, was für Waffen kriege ich? Rot, MP. Da, in dem Fall ist nämlich das. Ne, ich habe gar kein. Ich habe kein Sturmgewehr. Kappa. Das ist doch jetzt ein Scherz. Ich kann doch nicht bauen, ey. Dann soll ich diese Scheiße bauen. Ich komme einfach nicht klar in dieser Hektik. So, ich hoffe, die Runde geht jetzt ziemlich schnell rum, damit wir hoffentlich auch diesmal ein Sturmgewehr hatten. Weil ihr, er benutzt gerade das Sturmgewehr, also damit müsst ihr halt Schaden machen. Und damit halt 1000. Hört sich viel an, aber hier die Runden sind ja schnell zu Ende. Wir gucken mal gerade. Mit reinlocken sind wir jetzt bei 3 Minuten. Und hier könnt ihr auch natürlich eure Aufgabe machen mit dem Fallschaden. Also hier dürfte es eigentlich simpler gehen als sonst irgendwo. Aber hier sterben viele in der Zone. Ihr seht ja, 5er-Ticks. Aber hier ist halt wirklich, das ist ein Krieg, das hier. Aber hier kannst du es auf jeden Fall lernen. Also wenn du schon immer Endzone lernen, üben wolltest, hier hast du die Möglichkeit. So, wie viel leben denn noch? 2, 3 Kills, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Na, viele dürfen es eigentlich nicht mehr sein. Von eben die Runde, wo ich erklärt habe mit den Kills, wie viele da einen Fallschaden sind. Da, er wird safe den Kill machen. Hat er so schnell das Trampo aufgebaut bekommen? Er war nämlich echt schnell. Gott, ey, wenn ich so bauen könnte, wäre ich schon froh. Ich weiß, es geht besser als ihn, aber. Was hat er denn gehabt? AFK oder was? Ah, ist der jetzt erst? Ist ein Chinese. Oder Japaner. Ich stirb doch falsch. Nein, er hat's drauf. Gucken wir, wie das hier ausgeht. Ah, er weiß definitiv, was er macht. Junge, es geht so schnell. Ich komme fast gerade mit den Augen hinterher. Da frage ich mich immer, wie könnt ihr so schnell bauen?
Ja, ich bewundere das immer wieder. Er stört das Fallschaden. Ich sage, wie viele an Fallschaden sterben. So, jetzt hoffen wir, dass wir diesmal ein Sturmgewehr bekommen. Aber dürfte eigentlich eben, wie gesagt, die Waffe, die er eben hatte, war ein Sturmgewehr. Die grüne hatte er. Haben wir jetzt ein Sturmgewehr? Ja, da ist eins. Oder? Ja, taktisches Sturmgewehr. Super. So, jetzt eigentlich. So, gucken, ob es gezählt hat. Wieso zählt er das nicht? Ein taktisches Sturmgewehr ist auch ein Sturmgewehr. Aha, war doch mal Zeit. Der müsste eigentlich noch da sein, oder nicht? Eieiei. Aber ihr habt jetzt gesehen, das ist halt auch ein Sturmgewehr. Ihr müsst euch halt wirklich eure Waffen angucken. Er hätte als Sturmgewehr zum Beispiel die Scar, die jetzt mit den 188 Schuss, weil es kennt ja immer noch nicht jeder, jede Waffe. Hier sind nämlich, glaube ich, schon wieder alle Waffen drin, soweit. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim weiter Zonenwurst suchten. Und wie gesagt, wenn ich dir irgendwie helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. In dem Sinne, viel Spaß heute noch und haut rein.